Simon, wie hast du geschlafen, die erste Nacht nach so einem Etappensieg? Ja, ich habe dann irgendwann um drei war ich fertig, mir alle Nachrichten durchzulesen. Und dann habe ich auch irgendwann geschlafen und war dann aber trotzdem mal wieder vor dem Wecker wach. Also es waren dann auch nur so 4-5 Stunden, glaube ich. Aber ich habe dafür gut geschlafen, gute 4-5 Stunden. Im Ziel sind einige Tränen geflossen. Warst du so traurig, dass du alleine da oben ankommen musstest? Oder was war das für ein Ich hatte was im Auge. Du hast eigentlich alles probiert, dass du nicht alleine oben im Ziel ankommen musst, weil du bist fast im Auto noch kollidiert, hast alles inszeniert vorher. Ja, Drehbuch geschrieben, wir wollten es spannend machen, nochmal mit so einem halben Stunt. Nee, das war nicht geplant, aber es war so laut in dem Moment und das Auto hat auch gehupt, dass es kommt. Ich war die ganze Zeit auf der rechten Seite, aber dann kam halt eine Linkskurve und ich bin halt natürlich links rüber gefahren und auf einmal war das Gesicht von meinem Teamchef hier. Und ja, es war halt nochmal ein ganz schöner Schreck. Aber es ist zum Glück nichts passiert, weil ja, so viel Zeit hatte ich ja noch nicht mehr, nochmal zu stürzen und das Rad zu wechseln oder so. Dann wäre das wahrscheinlich dann dahin gewesen, der Etappensieg. Manchmal macht man im Jubel ziemlich große Fehler, kurze, schwere Fehler. André Greipel hat gestern zum Beispiel auf Twitter schon gefordert und ganz viele andere haben auch gefordert, dass der Bart fällt. Tut er aber nicht, oder? Nee, habe ich ja nie gesagt. Und von daher würde ich ja sagen, dass ich jetzt vielleicht ganz darauf verzichte, ihn zu schneiden. Aber soweit es nicht kommt, ich glaube, der Look bleibt erstmal so. Okay. Kannst du das irgendwie verstehen, dass da überhaupt sowas gefordert wird? Weil eigentlich ist es ja. Ich weiß auch nicht, wie das, dass sich das so hartnäckig jetzt durchgesetzt hat. Selbst meine Teamkollegen haben schon gesagt, ja, naja, wir kommen dann heute Nacht einfach irgendwann ins Zimmer und rasieren dich. Und, aber ja, nee, ich habe gestern Besseres zu tun, als mich zu rasieren. Die Attacke an sich war sehr mutig, weil sie sehr früh kam, aber war sie auch, um jetzt ein bisschen aufs Rennen und ernsthaftes Rennen zu gehen, war sie auch einfach nötig so früh bei der Gruppenbesetzung? Ja, wie gesagt, ich habe in der Gruppe dann relativ schnell gesehen, dass ich bei weitem nicht der beste Bergfahrer bin. Da waren viele Leute dabei, die schon am Berg mehr gezeigt haben als ich natürlich. Von daher war meine Taktik dann ziemlich schnell klar, dass ich vor dem Berg einfach schon ein bisschen Vorsprung haben will und dann gucke, wie es sich entwickelt, ob nochmal 3-4 Fahrer von hinten kommen oder ob ich alleine über den Berg fahre vielleicht sogar, und so war es dann zum Glück auch. Die Abfahrt dann mit einer Minute Vorsprung auf Pinot angegangen, der nicht als besonders guter Abfahrer gilt. Was hast du da gedacht? Hast du gedacht, okay, das ist ein sehr gutes Polster, oder? Das hat mich sehr beruhigt natürlich, dass es Pinot war, weil ich wusste, er hat den Ruf, ein schlechter Abfahrer zu sein, und ich bin kein wahnsinnig waghalsiger Abfahrer, aber ich wusste, dass ich auf ihn auf gar keinen Fall Zeit verlieren werde, wenn ich mich auch einfach auf die Ideallinie konzentriere und nicht zu übermütig werde. Es sei dann auch schwer, so seine Emotionen im Zaum zu halten, und der sportliche Leiter hinten im Auto hat auch absichtlich nicht konstant im Funk gebrüllt, ja, keine Ahnung, um mich irgendwie nicht unnötig nervös zu machen, berghoch wie bergab, weil da kann man halt auch berghoch Fehler machen, dass man einfach überzieht. Und bergab kann man halt, wenn man den Sieg zu sehr will, dann halt auch mal in der Kurve im Zaun liegen. Okay, und dann berghoch zum Schluss war nur noch Schmerzen und Durchbeißen. Oder? Ja, genau. Ich hatte unten rein direkt Krämpfe und ja, es war halt wirklich, der Berg war jetzt nicht so steil, der letzte Anstieg, er kam mir unheimlich steil vor. Ich wurde dann am Ende immer langsamer, aber ja, dann ein Körper voller Schmerzen und ja, wollte mich einfach nur noch irgendwie ins Ziel retten, weil ich wusste, ich kann den letzten Kilometer jetzt nicht ausrollen lassen und es genießen, wie man es machen kann, wenn man 2 Minuten Vorsprung hat. Ja, von daher war es halt ein Kampf bis zur Linie. Okay. 3 Tage in Folge vorne, vielen, jetzt heute ein ruhigerer Tag, vielen Dank fürs Interview und okay. Viel Spaß auf dem Rad. Danke.